Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von DBProZ: Was wäre, wenn Bills in der Cell-Saga gekommen wäre? Auf Meister Kaios Planeten wäre er aber nicht gegangen, da er nur wegen Son Goku dort war. Es kommt doch darauf an, wann Bills gekommen wäre, doch ich gehe direkt von den Cell-Spielen aus. Son Goku und Cell wollten gerade mit ihrem Kampf anfangen, doch dann tauchten auf einmal Bills und Whis auf. Alle wunderten sich, wer die beiden waren. Cell sagte: Willst du mich etwa auch herausfordern? Vegeta, der ihn als einziges kannte, hatte Angst. Er zitterte am ganzen Körper und Trunks fragte ihn: Was hast du, Vater? Vegeta sagte, dass dies der Gott der Zerstörung Bills ist. Alle waren sehr erstaunt. Bis auf Cell, er wollte als erstes gegen Bills kämpfen. So verließ Son Goku den Ring und Bills betrat ihn. Bills führte Cell wie einen blutigen Anfänger vor. Jeder war erstaunt, wie stark und mächtig Bills war. Er erledigte bzw. zerstörte Cell, da er sehr respektlos zu ihm war. Dadurch, dass sie seine Macht gesehen haben, waren alle äußerst höflich zu ihm. So wurde Bills auch wieder ruhig gestellt. Er fragte auch nach dem Super Saiyan Gott, doch keiner hatte eine Ahnung, was das sein soll. Son Goku konnte natürlich nicht widerstehen, ihn herauszufordern. Natürlich hat er klar gegen ihn verloren. Die Erde hat Bills hier aber nicht zerstört, da alle bis auf Cell natürlich respektvoll zu ihm waren. Nach einem Festmahl bei Bulma verließen Bills und Whis die Erde. Am nächsten Tag kamen die Dwang Balls zum Einsatz. Im schlimmsten Fall oder halt das Gegenteil wäre die Erde zerstört worden von Bills. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!